Revival Recolonization ist heute am 28.06. in den Early Access gekommen. Revival Recolonization ist ein 4X-Strategie-Game, bei dem es sich um eine ja durchaus interessante Story handelt. Die meisten 4X-Strategie-Games, die so ein bisschen die Erdgeschichte beschreiben, fangen ja logischerweise am Anfang an. Und hier ist, fängt es auch am Anfang an, wer hätte es gedacht, aber der Anfang ist ein anderer. Nämlich die Idee dahinter ist, ein KI-Aufstand hat die größten Teile der Menschheit vernichtet und die Erde zu einem Ort gemacht, wo ihr neu beginnen könnt. Das ist die Geschichte hinter Revival Recolonization. Es ist ja nicht Colonization, es ist ja Recolonization. Und ihr fangt an mit einer kleinen Person, die irgendwo in Kryokapseln überlebt habt und trefft auf die Überreste der Menschen. Und dort gibt es aktuell 5 Fraktionen. Da könnt ihr hingehen und sagen, die hätte ich gerne. Mit dir möchte ich hier gerne Stadt gründen und so ein bisschen die Gegend erkunden. Und alles Weitere, das gucken wir uns jetzt an. Wir starten ein neues Spiel. Und ausnahmsweise starten wir dieses Spiel mal in normaler Schwierigkeit, weil ich tatsächlich es nicht so ausgiebig testgespielt habe, dass ich das gut euch zeigen könnte. Die Einstellungen sind eigentlich relativ einfach. Standard Game Speed Map Type. Wir können uns auch bisher nur 3 Map Types auswählen. Aktuell Kontinents, Pangea oder Random. Ich habe bisher die ersten beiden gespielt, deswegen nehmen wir jetzt den dritten Random. Wir bleiben auch auf der Standardgröße und Advanced Settings zeige ich euch mal, lassen wir aber auch so. Es gibt aktuell 2 Missionaries, die wir spielen können. Was sind diese Missionaries? Das sind diese Typen, von denen ich erzählt hatte, die in den Kryokapseln die KI-Kriege überlebt haben und quasi in der Erde schlummern und jetzt versuchen, eine neue Zivilisation aufzubauen. Das sind im Prinzip die Leute hier. Und da gibt es aktuell 2. Und die haben alle ein paar andere Boni. Ihr seht es hier. Reputation ist anders. Movement Points sind jetzt bei den beiden gleich. Visibility ist gleich. Die haben ein bisschen anderen Money. Dann gibt es Available Edicts, Empire Plans und natürlich auch Wissenschaft. Zum guten 4X-Game gehört Wissenschaft. Edikte und diese Empire Plans zeige ich euch gleich. Es ist nur wichtig zu wissen, dass ihr mit jeweils anderen startet, ne, am Anfang. So, er hat zum Beispiel Kapitalismus und Kryo-Boost und Infrarotheizung. Und er hat auch Infrarotheizung, Cryogenic Burst. Ist das das gleiche? Tatsächlich. Und hier Fertility und Intelligence. Ich persönlich finde, Tania Olazar passt besser zu uns. Deswegen werden wir sie jetzt einmal wählen. Okay, gut, das war es im Prinzip auch schon. That's it. Dann gehen wir rein ins Game. Viel mehr können wir noch nicht einstellen. Und das ist die Oberfläche, die uns erwartet. Ja, hier an der linken Seite seht ihr die bösen Maschinen. Die sehen aber verdammt nach etwas Bekannten aus. Und jetzt muss ich mal fragen, lieber Chat, ist der Sound laut oder leise genug? Dann würde ich gerne, dann ändere ich das nochmal. Also, wir gehen jetzt einmal kurz das Spiel durch, damit ihr so grundlegend wisst, wer ist und was ist. Wie gesagt, 4X-Game. Zeige ich 4 Finger hoch? Ja, ich zeige 4 Finger hoch. 4X-Game. So, die Karte, ja, ihr schreibt es gerade auch. Wir sind live bei Twitch. Die Karte sieht gut aus. Ja, wirklich, die Grafik ist, also, die Grafik ist okay. Ja, machen wir uns nichts vor. Auf einem Level von zum Beispiel einem Humankind oder so ist es nicht. Aber sie ist gut. Definitiv. Für ein Spiel, das gerade in Early Access gekommen ist, ist das Ganze gut. Übrigens, die Biome, die ihr hier seht, Schnee, es gibt, glaube ich, oh Gott, was stand in dem Dev Diary drin? 3 oder 4, ich bin mir nicht ganz sicher, oder 5? 5 gibt es, glaube ich. Die haben auch eine spezielle Wirkung, da gehen wir gleich nochmal drauf. Jetzt zeige ich euch erstmal den Typ mir. Das ist der Missionary. Und er hier, zusammen mit seiner Erkundungsdrohne, kann jetzt einfach erstmal die Stadt gründen. Ich glaube, was das hier ist, ist klar. Das sind die bösen Roboter, die uns hier angreifen werden. Und auch hier seht ihr schon, Armeen könnt ihr stacken und dann als Armee-Stack angreifen. Das Ganze läuft, also am Ende des Tages läuft es so wie bei Humankind. Das heißt, das Schlachtfeld ist die Karte.
Wenn ihr angreift, wird die Armee im Prinzip aufgestellt oder am Rand aufgestellt. Ihr könnt sie dann aufstellen und rundenmäßig eure Schlacht durchführen auf der Originalkarte, ohne dass sich da irgendein extra Schlachtfeld öffnet. Ich nenne es mal das Amplitude-Prinzip. Ja? So ungefähr so läuft das hier bei den Schlachten auch. Das werden wir uns jetzt aber ersparen. Der hat keine Kampfmöglichkeiten, deswegen lassen wir das einfach mal. Hier oben links seht ihr so diese Standardressourcen, die es im 4X-Game gibt. Money, Energie, Prosperity und eure Reputation. Haben wir am Anfang gesehen, wir erzeugen hier mit diesem Typen ein bisschen mehr Reputation. So, jetzt sollten wir uns von denen hier fernhalten und einfach mal ganz, ganz, ganz weit abhauen. Und wenn wir hier ein bisschen rausscrollen, dann sehen wir so leuchtende Punkte. Zu den leuchtenden Punkten sollten wir mal hingehen und gucken, was es da gibt. Das ist halt einfach, leuchtender Punkt bedeutet, geh mal hin und guck mal nach. Ne? Das können wir mit ihm hier machen oder mit ihm hier. Ganz wichtig, nur er kann Städte gründen. So, gut. Ansonsten gibt es am Anfang gar nicht viel zu zeigen. Ihr seht hier das Town Panel, das ist entsprechend leer. Ihr seht das Society Panel, da gibt es jetzt auch nur, also sie hier, es gibt nichts ansonsten. Wir sehen nichts, wir können nichts, wir haben noch nichts. Und alles andere sehen wir dann jetzt im Laufe des Spiels. So, ich würde sagen, wir gehen mit ihr hier rechts hin. Mal gucken, was es hier gibt. Und mit dir, tja, würde ich gerne hier unten hingehen. Ich würde mal sagen, wir gehen mit der Truppe zuerst nach unten. Und da gibt es ein altes Stadion. Ruinen. Genau, das ist ein Punkt. Moment, jetzt müssen wir mal rübergehen. You may find rare resources and ancient knowledge. Das heißt, ihr könnt in Ruinen altes Wissen finden und bestimmte Ressourcen, die ihr eventuell brauchen könnt. Das heißt, da sollte man durchaus mal hingehen. So. Jetzt gehen wir mal weiter. Und, na klar, da steht natürlich wer drin. Okay, dann werden wir uns das mal ersparen. Da steht natürlich auch wer drin. Das ist ja nochmal ein genialer Start hier. Unten oder oben rum? Wir gehen da rum. Und das war's. Na toll. Da ist The Cold Tree. Tja, super. Also da gehen wir nicht lang. Dann werden wir mit dem Missionary einmal... Also von mir aus gesehen ist es also da. Jetzt, also ich zeige nach links, meine rechts. Nach rechts gehen und mal gucken, wo es dahin geht. So, jetzt setze ich mich doch mal lieber nach hier. Ich glaube, dann bin ich besser aufgehoben. Wie gesagt, was ist das Nächste, was wir machen müssen? Wir müssen einen der überlebenden Clans finden und uns hinstellen und sagen, oh bitte, lieber Clan, lass mich dich in die Erleuchtung führen. Das ist unsere Aufgabe. Und was wir dann machen, das zeige ich euch gleich. Aber erstmal müssen wir so einen Clan finden. Und ich muss sagen, ich hatte bisher immer, da ist was, Glück in der ersten Runde. Da ist einer. So. Ha! Established contact with the clan. Das sind die Ice Fundamentalists, die hier sind. Und das ist ein... Oh. Was ist das? Ein elektrischer Busch? Eine urzeitliche Anomalie? What seems like a was? Das Wort habe ich noch nie gehört. Metallic spikes with excellent conductivity values means for electricity generated by the copper root of this plant. Okay. Ja, es ist Strom und ich bin mir sicher, wenn wir in diesen blauen Bereich reingehen, dann tut das weh. Da bin ich fest von überzeugt. So, wir gehen mal nochmal auf den Plan drauf. Plan. Auf den Clan. Na, wo war's? Genau, so. Jetzt können wir uns überlegen. Wollen wir den Clan anführen oder wollen wir weiter gucken? Da gibt es ganz unten zwei Buttons. Da, unten zwei Buttons. Und jetzt können wir mal gucken, was wir noch machen können. Wir können uns mal angucken, was die können. Die haben ein Hitpoint for Unit from Area 1 and 2. Also, was die Areas sind, das zeige ich euch gleich. No penalty when going from land to water. Schöne Sache. Und ein Damage against das müssten diese Roboter sein, glaube ich, ne? Ja. Dafür, oh. Minus 5% Prosperity am Ende des Turns. Ein Hitpoint. Was? For Units from Area 3 und 4. Minus ein Hitpoint? Okay, das finde ich jetzt allerdings ein bisschen krass, wenn ich ehrlich bin.
Wir kriegen eine Army mit 3 Units. The ability to build a town. Und die natives, das native Klima ist cold. Was es damit auf sich hat, das erkläre ich euch gleich. Das habe ich nämlich noch gar nicht erzählt. Was es mit dem Klima hier auf sich hat. Ich würde sagen, wir nehmen den mal. Ich hatte noch nie einen, na toll, na klar, einen kalten Clan. So. Als nächstes bauen wir eine Stadt. Ich würde die gerne nach Möglichkeit dahin setzen. Oder doch lieber, nee, ich glaube doch, dahin ist vielleicht doch besser. Also, bei der Stadt funktioniert es ähnlich wie bei allen 4X-Games, also ähnlich wichtig wie bei allen 4X-Games. Ihr habt diese Standardsachen wie Nahrung, Energie, Wissenschaft, Produktion. Das ist genauso wie in allen anderen 4X-Games auch. Und, tja, ich würde es tatsächlich, that requires climatic change 3, aber wir müssten hier echt erst ein bisschen was terraformen. Okay, das geht erst in der nächsten Runde. Das müssen wir uns also in der nächsten Runde mal in Ruhe angucken. So, mit ihm könnten wir noch wohl lang gehen. Ich finde das jetzt uncool, dass er da drinnen steht. Ich würde nämlich gerne mal da oben lang gehen. Da ist nichts drin. Oh, wir haben Quarz gefunden. Das seht ihr übrigens hier in den Ressourcen. Da gibt es noch mehr Quarz, Kupfer, Iron. Dann gibt es hier Titanium. Das müsste irgendwie, weiß nicht, Stahl oder so sein. Electronics, Uran, Mutagene und so weiter. Da findet ihr noch mehr Ressourcen. Aber im Moment haben wir die, die wir haben. Mehr können wir im Moment nicht machen. Okay, nächste Runde. So, das AI meint, die anderen ziehen. Und dann geht es weiter. So. Dann gehen wir mal, ich würde sagen, hier unten runter. Ich würde nämlich gerne... Ja, wir können da echt bad spot... Bad building spot for town. Bad building spot for town. Ja, da ist halt nichts, ne? Ja, das Problem ist, das ist wirklich ein Eisbereich. Dann erzähle ich euch gleich mal den nächsten Punkt, nämlich das Klima. Grundsätzlich seht ihr, wenn wir hier rüber gehen, ganz auf der linken Seite, dass es dort kalt ist. Und wir können eine Kapsel platzieren, um das Klima zu verändern, um es zum Beispiel warm oder kalt zu machen. Und das ist die Idee des Games. Es gibt diese fünf Fraktionen, von den Clans, von denen ich euch erzählt habe. Und das Problem ist, die können nur in einem ganz bestimmten Klimabereich der Erde überleben. Die sind halt, das sind halt einfache Leute, einfache Clans. Die haben nicht mehr die Technologie, die es früher gab. Das ist alles verloren gegangen. So. Und dieser Clan muss jetzt, oder musst du jetzt mit deinem Typen die Gegend terraformen, bevor du irgendetwas machen kannst. Und in dem Fall brauchen wir hier die Kälte. Das bedeutet, wir müssen, also in dem Bereich hier, ne, das müssen wir kalt machen, damit wir hier idealerweise eine Stadt gründen können. Die Frage ist nur, wo wir das hinsetzen. Hier unten oder da oben? Ich bin tatsächlich gewollt, das da unten hinzusetzen. Und hoffe dann, dass wir dort etwas bauen können. So, das würde die beiden Bereiche terraformen und ihr seht hier das Eis einfrieren. Ganz wichtig, ihr könnt die Kapsel immer nur ein Feld um euch herum bauen, also nicht in weiter Entfernung, das ist ganz wichtig. Tja, ich würde sagen, das machen wir. Das kostet 400 Energie. An Betracht der Tatsache, dass wir noch keine Stadt haben, ist das eine ganze Menge. Und dann würde ich sagen, checken wir nochmal. Haben wir noch Bewegungspunkte übrig? Einen. Okay, da gibt es nichts Spannendes mehr. So, dann gehen wir mit dir mal hier hinten lang. Ja, da gibt es die anderen. Das sind Inquisitoren. Ein Damage. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Ne, jetzt bleiben wir bei denen, die wir haben. Wir gehen mal nach oben.
Ah, hier stehen überall Roboter drin, ne? Da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir uns da ein paar von diesen Ruinen holen in Zukunft. Der wird das nicht schaffen gegen den. Wir gehen mal hier weiter. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Auf jeden Fall haben wir hier einen schönen Spot, um noch Städte zu gründen, um noch ein bisschen was zu machen. Das sieht ja erstmal gar nicht mal so schlecht aus. Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir in der nächsten Runde hier ein bisschen mehr machen können und noch eine Stadt gründen können. Jetzt können wir uns mal das hier angucken. Das ist die Ansicht der Klimazone. Das heißt, mit dieser Ansicht könnt ihr sehen, welche Bereiche für die von euch gewählte Kultur oder Clan geeignet ist. Das ist hier in dem Fall die kalte Klimazone. Ja? Und da könnt ihr sehen, welche Bereiche ihr habt für ein Settlement. Das finde ich ganz spannend. Tatsächlich. So, dann gibt es einmal einen Unit-Editor. Den brauchen wir jetzt uns nicht angucken. Society und so haben wir. Ich bin überlegen, ob wir noch irgendwas Sinnvolles machen können. Die hat noch Movement Points ready. Dann gehen wir weiter nach oben, bitte. Was sind das für welche? Die sind so, ja, halbwegs gut gestimmt. Wie sieht es mit denen aus auch? Gehen wir mal weiter in die Richtung. Okay. So, jetzt haben wir nichts mehr übrig. Keine Movement Points. Nächste Runde. Gucken wir mal, was mit unseren Leuten passiert. Bin gespannt. So, und ihr habt es gesehen, wir haben die Welt eingefroren. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier eine Stadt gründen können. Jetzt geht's. Jetzt seht ihr, jetzt haben wir genug Bereiche drumherum. Jetzt können wir eine Stadt gründen. Und das sollten wir auch dringlichst tun. Und sie heißt Ligdi. Das ist ja ärgerlich. Da ist direkt ein AI-Hive. Haben wir den vorher nicht gesehen? Okay. Ja, ich meine, wir haben ja ein paar Truppen hier. Wir können mal gucken, ob wir den damit rauskriegen. Ja gut, so, jetzt gehen wir mal auf unsere Stadt. Auch die Stadt ist im Prinzip nichts Besonderes. Die Stadt ist wie in jedem 4X-Game auch. Ihr habt die Standardprodukte wie die Prosperity, die ihr produziert. Da sind wir aktuell bei 5. Ihr habt die Forschung, die ihr produziert. Ihr habt Geld, Produktion, Nahrung und hier die Energie. So, und diese Person, die ihr habt, die Größe der Stadt, das seht ihr hier. Die könnt ihr natürlich immer, die könnt ihr hin und her schieben, wo ihr sie haben wollt. Aktuell liegt die bei der Nahrung und damit wachsen wir jetzt in 2 Runden zur nächsten Größe. So, und mit der Produktion könnt ihr jetzt entscheiden, was ihr machen wollt. Zum Beispiel ein Gebäude bauen, eine Einheit bauen oder sowas. Und da hättet ihr hier das Distrikte-Pendel, die könnt ihr bauen oder eine Einheit. In Anbetracht der Tatsache, dass wir hier diese Typen haben, würde ich mich jetzt tatsächlich mal gegen eine weitere Society District entscheiden. Und tatsächlich, das Problem ist, wir haben eigentlich keine Produktion für die übrig, ne? Das dauert, ja doch, es dauert 8 Runden, einen Worker zu bauen. Wir gehen mal auf Infanterie. Hier an der Seite habt ihr verschiedene Möglichkeiten, Einheiten auszuwählen. Und das dauert 8 Runden. Haben wir da einen guten Spot? Er hat, ja, da wo er steht, ne? Alternativ da. Ja, doch, wir bauen das Ding mal und hoffen einfach mal, dass nichts schief geht, dass wir unsere Wissenschaft hier haben. Okay, gut, was gibt es noch in dem Spiel? Wir sehen hier oben einmal unsere Empire Plans. Das sind im Prinzip so, soll man das sagen, also Empire Plans, der Plan eures Empires beschreibt es eigentlich schon am perfektesten. Da könnt ihr einfach entscheiden, in welche Richtung ihr gehen wollt. Ihr könnt hier Industrialisierung sagen, ihr seht hier each turn for the following resource will add to the town 10 production. Ja, das heißt, aktuell haben wir Food und Wissenschaft, die quasi oben drauf kommen. Wir können sagen, dass wir noch Industrialisierung haben wollen oder wir gehen in die Fertility Level 2. Das gibt uns dann nochmal ein paar Boni, dauert 14 Runden, kostet uns ein paar, ich zeige es mal hier oben, ein paar Reputation Points. Das heißt, die Reputation sinkt. Das ist im Prinzip so ein bisschen die Richtung, in die ihr das gesamte Empire
bewegen wollt. Da will ich aktuell erstmal nichts machen. Und dann gibt es den Science Tree. Den finde ich ganz spannend. Den gucken wir uns mal an. Da gibt es am Anfang hier so diese Standardsachen wie Agrarkultur und Tools und so weiter. Das heißt, wir werden mal so ein Agrarkultur-Distrikt bauen. Obwohl die Frage ist, wenn wir schon Fertility haben, ob wir dann nicht eher in Trade oder Tools gehen. Was meint ihr, lieber Chat? Ich glaube, Trade can build a Trade District und Tools can build an Industrial District könnte hier sogar etwas besser sein. Wir gehen tatsächlich mal in Richtung Tools und dann gucken wir uns mal den Tree an. Wir haben hier halt so Standardeinheiten wie Berserker und so, die wir hier in der Ära 1 haben. Ära 2 ist dann sowas wie Mechanisierung, Banken, explosive Sachen. Wir kriegen hier Eugenik, Energieschilde, Steamtanks und so weiter. Das kommt alles schon in Ära 2. Ära 3 hätten wir schon Research, moderne Fabriken, große Schilde, Import-Export, richtige Artilleriesysteme und so weiter. Rocketries und so. Und in der Ära 4 geht es dann bis hin zu Laserwaffen, Automated Transport Systems, Singularity Technologies, also richtig, richtig cooler Kram. Und ich bin echt mal gespannt, wie gut das aufeinander abgestimmt ist. Da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Aber wichtig, es ist ja noch ein Early Access, dieses Game. So, also das ist ja Science Tree. Und dann gibt es, Komma, ja, Punkt. Der Needle, hi. Schönen guten Abend. Dann gibt es die Edikte. Die Edikte, das ist so ein bisschen so, keine Ahnung. Laws, kann man ein Edikt als Law umschreiben? Law, Government, Befehle, sowas in die Richtung. Ganz wichtig ist, ihr seht hier im Prinzip Infrarotheizung und Kryogenik Boost. Denkt man sich jetzt, Moment, das haben wir doch schon mal gesehen. Ja, das war bei hier vorne, bei unserem Missionary. Und die Kapsel, die ihr hier platziert, die hat eine, ja, die kann gewisse Dinge tun. Und was die kann, wird hauptsächlich über die Edikte gesteuert. Das heißt, wenn ihr bestimmte Bereiche irgendwann mal kalt machen wollt, um euch auszubreiten, müsst ihr erst in den Edikten weiterkommen, damit ihr dort etwas verbessern könnt. Wir spielen Revival, Recolonization. Und das ist eine ganz interessante Sache. Das heißt, das hier können wir noch verändern. Und auch nur, ihr seht es bei der Kapsel hier, auf Stufe 1, Radius 1, kostet 50. Level 2 und 3 ist nicht mehr möglich. Und das war der falsche Knopf. Moment. Und um das zu schaffen, müssen wir erst hier zum Beispiel Infrarotheizung 2. Ja, da müssen wir hier hin. Ihr seht, was für Abhängigkeiten das hat. Die beiden Sachen hier und wie gesagt, da müssen wir mal schauen, in welche Richtung wir da gehen. Das würde ich so ein bisschen von der Erkundung abhängig machen. Im Moment würde ich sagen, brauchen wir eigentlich nichts. Das müssen wir mal sehen. Okay, gut. Dann, weiß nicht, können wir mit ihm noch was machen? So, ich würde gerne Truppen in eine separate Armee stellen. Na, nein, 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 warte. Ich würde gerne dich nochmal hier, dich bitte. Wir können auch ihn nochmal rausnehmen. So, und den wieder zurück da rein. Schwierige Geburt. Ah, die haben keine Bewegungspunkte mehr. Okay, dann warten wir nochmal. Dann müssen wir auf jeden Fall noch ihn hier ziehen. Schaut ein wenig wie Alpha Centauri aus. Ja, ich glaube, das könnte davon tatsächlich inspiriert worden sein, ja. So. Oh, was ist das denn hier? Lila. Ah, Roboter. Fliegen mal darum. Ah ja, haben wir hier vielleicht eine Stadt entdeckt? Da bin ich ja mal gespannt. Mit ihm würde ich sagen, gehen wir mal wieder runter. Denn ich möchte hier auf jeden Fall erstmal unsere Stadt sauber halten und diesen Roboter hier killen.
Aber das in der nächsten Runde ist. Gucken wir mal. Wir müssen noch ein Edikt auswählen. Ja, ich bin mir halt da nicht ganz sicher, ne? Wir könnten natürlich... Ich würde erstmal diese Standard-Edikte gerne durchgehen. Ich weiß halt auch nicht, was man hier braucht, um diesen elektrischen Busch zu entfernen. Das müssen wir dann mal sehen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Wir gehen mal in den Artifactual Thunderstorm und entwickeln uns erstmal in die Richtung weiter. Und hier würde ich gerne in Richtung der Fertility gehen. So, du kannst dich noch bewegen. Dann geh du mal nach unten. Okay. Gut. Und dann versuchen wir in der nächsten Runde mal mit den Truppen hier den Typen da zu vernichten. So. Also du wieder da rein, bitte. Ja, Merchant to Single Army, auf jeden Fall. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir... Können wir ihn noch hinzufügen? Ja. So, dann haben wir eine Vierer-Armee. Und mit dieser Vierer-Armee können wir dann hoffentlich in der nächsten... Nein, wir können sogar noch der Runde angreifen. Sehr gut. So, Reinforcement will arrive in einer Runde. Wir haben hier ein paar Truppen stehen. Aber der hat, glaube ich, keine Bewegung mehr, ne? Das heißt, wir können natürlich jetzt Run Away from the Battle machen, aber das ist natürlich unschön. Ah, das sieht grundsätzlich ja gut aus für uns. Ich würde sagen, wir gucken uns ein Standard-Battle auf jeden Fall mal an. Wir gehen mal auf Begin the Battle und ihr seht, das Schlachtfeld wird jetzt wirklich als Schlachtfeld ausgetragen. Na toll. Wir haben hier unten den Strom auf unserer Seite. Das Spiel basiert übrigens jetzt auch darauf, dass ihr Hindernisse habt und die Gegebenheiten habt. Das ist so, ja, ihr seht hier zum Beispiel ein Ölreservoir can be destroyed, Explosion Damage 3. Das heißt, wir könnten da drauf schießen, damit es explodieren und all so eine Sachen. Wir müssen ein bisschen Deckung finden und so. All so eine Sachen sind hier mit drin in dem Spiel. Also auch das ist eigentlich ganz gut gemacht. Und tja, jetzt würde ich erstmal sagen, es geht erstmal um die Aufstellung. Ihn stellen wir dahin. Den bringen wir dahin. Welcher war denn der Bogenschütze? Er hier, ne? Das ist ärgerlich. Ich will ihn halt... Wir stellen dich in den Wald und dich nach da. Ah, der hat keine Movement Points mehr, ne? Oder? Doch. Guten Abend, Zosch. Schön, dass du da bist. Ich habe halt Bedenken wegen dem hier. Every time an army enters this hex, it will be struck by lightning. Minus 2 HP. Das finde ich halt uncool. Wir bleiben so stehen. So, die stehen sich da auf. Jetzt wollen wir mal gucken, ob er... Kann er darauf schießen? Ja. Einmal schießen. Hopp. Ein Lebenspunkt verloren. Wir sehen auch, er ist unsichtbar. Das Spiel heißt Revival Recolonization. So. Tja, was machen wir? Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf ihn hier. Einmal dahin. Und Angriff. Oh. Und put ist er. So, nächster. Du bitte nach... Ah, schade. Er kann nicht mehr angreifen. Ah, das ist ja doof. Dann gehen wir... Moment, dann bringen wir dich mal in Sicherheit. Nein, verdammt. Er hat den falschen genommen. Können wir das rückgängig machen? Nee, ne? Dann bleiben wir trotzdem so stehen. Können wir mit dir noch irgendwas Sinnvolles machen? Wir können einen vorgehen und uns dann den Ball bewegen. So, er greift an. Ah, das war jetzt ärgerlich. Ich wollte eigentlich ihn noch angreifen. Da habe ich mich tatsächlich verzogen.
So. Einmal angreifen. Oh, und put ist er. So, er kommt da nicht hin. Mit dem Bogenschützen. Wenn wir da hingehen, treffen wir den dann. Ja. Zack. Einmal bitte. Tja, jetzt hätten wir nur noch ihn übrig. Wir gehen mal dahin. Und Angriff. Sehr schön. Das wär's gewesen. Wunderbar. Das war ein Quick Battle. Die waren tatsächlich relativ einfach. Hitpoints, Damage 2, Attack Range 4. Wir sind bei Damage 3, Hitpoints 5. Ja, okay. Also das war, denke ich, eine klare Sache. Sehr schön. Wir haben ein bisschen was bekommen dabei. Wunderbar. Cool. Dann hat sich das auch schon erledigt. Und dann können wir mit unserem Missionary weitergehen. Hier unten hin. Der hat keine Bewegungspunkte mehr. Wir sind tatsächlich schon mit allem fertig. Ja. Spannend, spannend. Dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Runde. So, invented tools. We will need good tools if we have a good grasp on complex technologies and master them in due time. Ja, also mit anderen Worten, wir können jetzt Industriedistrikte bauen. Und wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir... Also ich müssen unbedingt mal gucken, weil, was steht hier? Na, jetzt lass das hier mal offen. Some anomalies cannot be traversed. Created shrubby vegetation. Was? Wie kommen wir da hin? Ultrasonic Boom at Factorial. Wäre jetzt mal zu interessant zu erfahren, wie wir da hinkommen. Ja. Keine Ahnung. Also wir sollen eine Vegetation kreieren. Dann sollten wir das übernehmen können. Naja, gut. Werden wir rausfinden. Wir gehen mit dir erstmal weiter hier unten runter. Und, na toll, da sind weitere KIs. So, was haben wir da? Können wir mit dem reden? Ich glaube nicht, ne? Was haben wir hier eigentlich für eine Temperatur? Das ist, glaube ich, warm, ne? Ah, das können wir, glaube ich, das können wir noch nicht transferieren. Das ist natürlich ärgerlich. Wir sollten erstmal zusehen, dass wir den Bereich in unsere Stadt herum terraformen, dass es hier weitergeht. So. Hier geht man in die Stadt zurück. Kannst du übrigens auch die Ressourcen anzeigen, aber ich glaube, das erspare ich uns jetzt mal. Okay, Forschung. Wir können jetzt einen Industriedistrikt bauen. Worker will be able to build foundries. Das würde ich gerne mal machen. Wir bleiben mal in der Richtung. Und jetzt gucken wir mal hier. Hier ist ein Science District gleich fertig. Dann könnten wir einen Industriedistrikt gleich dazu bauen. Aber so richtig... Passend ist der irgendwie nirgends. Hier wäre er ganz gut, ne? So richtig interessant ist der eigentlich nirgends im Moment. Ich würde mal sagen, wir sollten mal überlegen, ob wir eher noch eine Infanterie bauen. Aber was? 15 Runden? Das ist natürlich hart. 170, 9 Quarz, 150. Ja, 2 Damage, das ist natürlich nicht viel. 3 Damage, 15 Runden, ne, 5 Runden, okay. Da habe ich mich verguckt. Wir hängen mal den dahinter. Ja, wir könnten auch das Ding kaufen. Können wir in der nächsten Runde mal drüber nachdenken. Jetzt lasst uns das Geld dafür noch nicht alles ausgeben. Okay, gut. Alles klar. Dann gehen wir einmal hier hinten hin.
Und ich möchte gerne hier vorne weitergehen. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ah, nix. Gucken wir mal da weiter. Bisschen, aber hier ist doch irgendwo... Aha! Da ist er! Wen haben wir denn da gefunden? Rosalinde! Mensch! Schön, dass du da bist. Können wir dir Hallo sagen? Nee, ne? Was formatiert die denn? Aber Rosalinde ist doch bestimmt hier hinten aktiv, oder? Ah, verdammt, da haben wir keine Punkte mehr für. Okay, da gehen wir beim nächsten Mal hin. Das war einmal da oben hingehen. Was mir hier fehlt, ist tatsächlich eine Minimap. Die konnte ich noch nicht finden. Aber okay, ist nicht schlimm. So. Ja, wir können mit denen... Ne, wir machen mit denen nichts. Passt. Nächste Runde. Ah, jetzt habe ich sie doch rausgeschickt. So. Einmal wieder zurück, bitte. Einmal da rein. Was haben wir? Wir haben 60 Elite gefunden. Sehr gut. Ja, wir sollten jetzt tatsächlich einmal dahin zurückgehen. Damit wir hier vorne weiter terraformen können. Das ist eigentlich ganz wichtig. Und hier oben haben wir übrigens das KI-Intoleranz-Level. Displays the AI mind current level of intolerance, which fills up over time. When the bar is completely filled, it will trigger a cataclysm. Das heißt, wenn es voll ist, dann gibt es hier die KI-Angriffe. Dann beginnt der Krieg von Neuem. Also wir sollten uns da gut darauf vorbereiten. Ist auf jeden Fall, also ich muss sagen, es ist ein echt gut gemachtes Spiel für einen Early Access. Und ich bin wieder mal verdammt rot im Gesicht. Und deswegen geht's bei YouTube beim nächsten Mal weiter. Bis zum nächsten Mal.